viele Organisationen nach Scrum arbeiten, aber weiterhin einen laufenden Produktentstehungsprozess im Hintergrund haben. Die meisten Fehler oder die Beobachtungen, die wir machen, wo halt im Grunde genommen die größte Herausforderung dabei steht, ist, wie kriege ich das halt in diese Kadenz, ne? Also wie kriege ich so eine Kadenz hin? Weil was ja oft passiert, ist, dass dieses V&V-Modell, ne, was wir hatten, also dass letzten Endes viele Organisationen nach Scrum arbeiten, aber weiterhin einen laufenden Produktentstehungsprozess im Hintergrund haben, den die vielleicht auch aus diversen Gründen nicht ablegen möchten, weil oftmals gibt es regulatorische Gründe, Auditierungen und Co., die letzten Endes einen riesengroßen Veränderungsaufwand mit sich bringen, weshalb da gesagt wird, ja, lass uns mal versuchen, irgendwie agil im PEP zu machen. Agile im PEP, das, wenn du es mal googelst, findest du da auch genügend zu. Und dann kommt ja, was dann entsteht, ist ja im Endeffekt, wir haben halt unser V-Modell und wir arbeiten weiterhin im V-Modell, aber über Sprints. Und wir haben im Grunde genommen dann halt einen immer wiederkehrenden V-Prozess oder Wasserfall. Das ist das letzten Endes, don't waterfall my Scrum, ne? Was ist es, was ich halt sagst? Ich arbeite letzten Endes nach Scrum, aber in einem Wasserfallprozess, ne?